Der nette Hausmeister, vermuten wir, wissen wir gar nicht, lässt den Günther Wasser auffüllen. Wir sind bei der Ölmühle. An der Ölmühle in der Nachbarschaft machen wir einen kurzen Stopp. Das Kinderparadies. Und dahinter ist der Wohnmobilstellplatz. Guten Morgen. Also heute habe ich mal schlecht geschlafen. Es ging los, dass zwei Mopedfahrer mitten in der Nacht um 12 oder 1 hupend vorbeigefahren sind und aufwachen, aufwachen gerufen haben. Dann ist 20 Meter von uns entfernt auf der Straße einer liegen geblieben und hatte dreiviertel Stunde versucht, das Auto wieder anzuleiern. Die Batterie war es nicht, aber irgendwie hat es kein Benzin gekriegt. Und da kam dann noch, hat er jemanden dazu gerufen und dann ging da lautstark die Unterhaltung weiter. Dann fuhr mitten in der Nacht noch ein Trupp Fahrradfahrer, laut unterhaltend, vorbei. Also irgendwie, na gut, wir haben gefrühstückt, gehen im Patty und wir schauen mal diesen Wohnmobilstellplatz an, was es da gibt. Da muss man sich vermutlich einen Schlüssel holen. Frischwasser, Grauwasser, aber nur mit Schlüssel, den man sicher irgendwo kriegt. Da waren jetzt nette Camper, die konnten mir das sagen. Man kann, also die sind auch relativ spät gekommen und konnten dann im Hotel sich den Schlüssel holen für Frischwasser, für Strom, die Toiletten und Duschen dürfen benutzt werden und das kostet pro Nacht, sie haben das über Internet schon beglichen, sie meint 26 Euro, kann sie sich erinnern. Ist ein bisschen ein Weg zu den Toiletten dann, aber Duschen sind alles beieinander. Eine total alte Steinbrücke, da möchte ich nicht mit dem Fahrradwohnwagen drüber. Wie meistens laufen der Patschi und ich schon mal voraus. Die Lampen, die haben mir irgendwie gut gefallen, die es dort gibt. Und so geht unser Weg weiter Richtung Apolda. Der Ilmradweg. Wirklich schön. Noch einiges unterwegs an Radfahrern. Wir fahren die Ilm, den Ilmtalradweg Richtung Weimar. Es geht hinauf, hinauf, hinauf. Wir sind auf Meter. Meter. Hier ist Norden. Westen. Süden. Und Osten. Und die Straße geht bergab. Nur mit dem Wohnwagen.
Wohnwagen. Noch 4 Kilometer, 4,7 bis zu unserer Ladestation. Es ist 1:15. Wir haben ja gerade vorher noch ein kurzes Päuschen gemacht zum Neusortieren. Ich muss ja immer wissen, wo wir sind, ob ein Wasser für ein Patschi in der Nähe ist. Ja, und da geht es jetzt weiter. Groß, ich sag's dann, wie das heißt. Wir sind in Groß-Obringen und da fährt noch so ein Alter. Da stehen wir jetzt und können nicht laden, weil die Ladestation defekt ist, weil oben nichts geht, unten nichts geht. Den Euro hat es oben genommen und unten, aber spuckt es nicht mehr aus, aber Strom kriegen wir keinen. In Oberdöbrach. Groß-Obringen heißt es hier. Wir haben in Groß-Obringen privat ein schönes Fleckerl gefunden. Wir starten wieder durch und verlassen Groß-Döbringen. Der Patschi und ich gehen, wie wir das immer machen, schon mal voraus. Dann kann der Patschi laufen. Ich bin ja schon ein kleines Stückchen gegangen mit ihm. Heute ist auch ein ganz besonderer Tag. Heute ist nämlich der Geburtstag von Günther. Das Geburtstagskind ist auch wieder da. Patschi ist eingestiegen. Und wir fahren jetzt, schön ist es, in die Weite zu sehen. Wir sind ja auch wieder auf über 200 Meter hinaufgetreten. Wir fahren jetzt zu einem See, der ungefähr 3 Kilometer weg ist. Und da gehen wir frühstücken. Oder vielleicht sogar schwimmen. Mal sehen. Schwimmen, baden. Wir sind an unserem Frühstückssee. Wir sind bei der Talsperre Heichelheim. Da gibt es Vögel drauf. Jetzt gibt es gleich Frühstück. Ein Glückwunsch-Telefonat nach dem anderen. Ja, wir werden vielleicht auch. Jetzt kommt der Haubentaucher näher.
erst jetzt. Da ist irgendwas, gell? Geht dich nichts an. Da ist ein Hase oder Kaninchen oder Reh oder Katze drin. Da ist einer. Voll. Endlich wieder einsteigen. Gut. Kurz nach unserem Frühstücksplatz. Patschi ist wieder eingestiegen und wir fahren jetzt weiter Richtung Rita und Jörg. 40 Kilometer etwa, das wird unser Übernachtungsplatz. Endlich ein bisschen besserer Straßenbelag, Wegbelag. Wir sind auf über 200 Meter wieder oben gewesen. Und ich bremse nur mit dem Wohnwagen. Und die Feststellbremse ist auch so super. Kann ich eigentlich mein Klettband wegmachen, mein rotes. Das sind Überraschungen am Weg. Frisches Trinkwasser. Schauen wir mal, ob es läuft. Spannung. Da können wir ja gut frisches Wasser brauchen, weil ich hatte das ja nur aus dem Gartenschlauch und das hat so geschäumt. Also wenigstens, das guckt schon was. Es rauscht. Boah. Ist das toll? Es geschehen noch Zeiten und Wunder. Ja. Seit vor Gera der erste Automat, wo Tüten drin sind und nicht leer und nicht aufgefüllt oder überhaupt keine Automaten. Aber jetzt, hier haben wir Mittag gemacht. Es ist schon 3 Uhr, gell, hast du gesagt, Günther. 3 Uhr ist es schon. Ist der Lutherstein. Das ist eine nette Raststätte hier. Die ist uns empfohlen worden von jemand am See, weil an See kommen wir leider nicht hin. Da ist mit Wohnwagen keine Chance. Die Zuwege sind mit Schranken versperrt und außenrum keine Möglichkeit, nirgends. Da sitzt das Geburtstagskind, saß, und auf dem Tisch liegt der Geburtstagskuchen, die Torte. Es filmt. Schauen wir mal, was die Donauwelle. Ergibt. Ach, das haben sie sogar in so einem Töpfchen. Weil wir hatten mal Bienenstich, der war einfach so drin. Und ist schon aufgetaut? Ja, weich. Weich. Also zumindest haben wir dann ein Eis. Donauwelleneis. Deinen Geburtstag. Ich finde sogar sehr gut. Da ist aber kein Unterschied zur anderen Donau. Ja? Also ich finde es sehr gut. Es ist 5:10. Wir sind nördlich von Erfurt. Bei Günther ist gerade der Akku leer. Ich weiß nicht, ob er noch zu sehen ist.
In Stottern, Dorf hat es geheißen, haben wir ja Mittagspause gemacht. Patschi war auf dem Hinweg und auf dem Rückweg im Wasser beim Baden. Aber für uns war kein Zugang. Also alles ganz mit Schranken unüberwindbar. Und draußen stehen lassen alles. Ach, das ist dann auch nicht so wichtig. Hauptsache der Patschi konnte rein. So malerisch. Kolonial waren Kurt schon. Und hier Mittelhausen, Tür, das war dann der Bahnhof mit der Bahnhofsuhr und ein Geburtstagskind. Das schaut aus wie ein Blick auf Erfurt. Unser Weg geht da weiter. Wir sind gerade unter der Autobahn durch. Wir haben den höchsten Punkt erreicht. Sind jetzt wieder auf 303 Meter. Das ging aber jetzt auch ordentlich. Jetzt dürfte es aber bis zu unserem Ziel nur noch bergab gehen. Schauen wir, ob der Wind hat. Dieses steile Stück an der Autobahn entlang, das war nicht geplant, aber Günthers Komoot hätte uns durch eine Waldschlucht geführt. Wunderschön, aber der Pfad unpassierbar für uns. Auf 306 Meter oben. Viertel vor sieben. Wir kommen unserem Ziel näher. Noch 750 Meter. Das liegt ja schön. Da hätte ich mir was Schönes angezogen. Wir sind angekommen bei Rita und Jörg. Ja, ich bin auch nicht gebüßelt. Sie sagen, sie sind nicht gebügelt und nicht darauf vorbereitet, aber das macht nichts. Hallo, ihr Lieben. Und der Patschi, der hat schon, der kann ohne Leine laufen, der hat schon alles erkundet. Das ist so toll, wenn der mal schnüffeln kann ohne Leine. Da stehen wir für die Nacht. Genial. Also ich freue mich riesig, dass wir hier sein dürfen bei euch. Weil eigentlich wären es 45, 46 Kilometer gewesen und wir sind auf 62 gekommen, weil wir bei einem Badesee noch hin und her und her und hin gefahren sind und trotzdem nichts gefunden haben, wo wir hin können. Aber wenigstens der Patschi zweimal. Und ja, irgendwie sind dann aus den 45, 62 Kilometer geworden. Und jetzt springe ich unter die Dusche. Es ist nämlich schon 7:15. Halb acht, ja, so weit nicht entfernt. Patschi fühlt sich schon richtig zu Hause bei Rita und Jörg.